Nachdem ich mein Osternestel gefunden habe, habe ich abfahren dürfen zum Pol d'Or. Nur 600 Kilometer und ganz allein im Auto. Ich hoffe, der kleine Stemmli, der haltet mir einen Platz frei, dass ich mit meinem Bus auch noch einpacken kann. Dann sind wir Busenfreunde dann. Also, los geht's. Das war jetzt einmal kurz am Feld vorbei und schon sind wir da. So, und ich hoffe, dass der Kollege Stamm schon mit den Eintrittskarten wartet. Der Stau beim Eingangstor. Weil nicht alle so gut organisiert sind wie ich, stehe ich auch noch da. Das gibt es ja gar nicht da. Da kommt schon unser. Da ist schon unser Hauptdarsteller für die nächste Zeit. Super, danke, danke. Dem Haarwuchs nach könnten der Stamm und die Zwillinge sein. Das ist unser neuer Kameramann, da, der mit seiner Kamera kam, aus España. Siesta. Viva España. Alles gut? Alles gut, ja. Sehr gut. So schaut es jetzt bei den Werksteams aus, gell? Werksteam. Sicher. Steirisches, japanisches Werksteam. Wir fahren sogar mit zwei Motorrad. Du bist der steirische Werksfahrer. Was ist du, Schweizerling? Servus, Igor. Geht gut? Geht super, ne? Und schön langsam auch? Ja, weil Verbrauch ist besser. Der sucht einen Fehler für die schlechten Rundenseiten schon in der Stoppuhr. Yeah, you know, the problem is not inside here. I try to change the battery. Give new battery. Ich glaube, ich bin jetzt schneit es noch. You see this boat. Snow? Really? No, Mania. Ja. You like the rain? Yeah. Nice. Australian Wetter. Servus. Servus. Und dir mal die Regenreifen montieren und die Ersatzteilkisten holen, dann geht's los. Ken? Wie? Jetzt tut die aus. Wie ist Ihnen? Ja, sehr gut, danke. Und dir? Ja. Alles gut? Wie I see you every time only in the first class. Was war? In the planes. No, business. On the flights, business class. Executive class. Ah, ja, das ist gut. Japan, ja. Next time you come to Suzuka. Stummbleistig. Rüterli, bist du fertig für die technische Abnahme? Naja, aber leg ja Streifen. Aber ich habe noch, einen habe ich noch. Ja, einen lange nicht. Aber weiße habe ich noch alle. Ja, den habe ich auch ganz viel. So? Ja, da passt schon. Ich muss jetzt auch schneiden. Ist jetzt klein, ja. Unser Zeitnahmehäuschen. Trainieren die ungeraden Zahlen. Wir sind am Nachmittag dran. Gestern war es umgekehrt. Und jetzt kommt keiner. Ja, was findet man nicht? Ja. Sind halt keine Profis. Der Bärtige aus Bern. Ja, da bauen sie jetzt schon unsere Außenstation auf.
Gaston, no problem for me, huh? No problem. Coffee and... Free entrance. Good. Überholt. Jetzt sind wir wieder im Arsch. Where did you buy this trousers? This is good. Yeah, but where? On Swiss Bazaar. No. This is I don't know. It's a famous shop, you know? Technische Abnahme. Alles wird zerlegt. Und nachgeschaut. Sogar beim französischen Team. Gewichtskontrolle. Stamm, stehen wir drauf. Na. Leg mich am Arsch. Ja, das ist sportlich. Mein Gott, Walter, die Waage ist hin. Die ist kaputt. Da kann keiner Untergewicht haben. Jetzt haben wir extra die Haare abgeschnitten, damit ich leichter bin und dann zeigt nicht mehr so viel an. Wir sitzen eh draußen. Jetzt müssen wir ein Bier trinken. Warum das? Weil wegen die Knochen, gell, fürs Qualifying. Vitamin. Starke Knochen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Da sind wir genau richtig. So ein romantisches Städtchen. Herrlich, gell, mal ein paar Minuten weg von der Rennstrecke. Schön. Optimal. Jetzt müssen wir noch zum Fahrer besprechen. Ein schöner Roller. Auf zur Fahrerbesprechung! Der Schranke. Der Manicure Next ist in Baltica. Actually, this year, the first one of the 2014 World Championship. The grids change and that the rain is getting worse. Si jamais vous avez un problème mécanique ou autre sur la machine. Ah, da ist noch Training. Was ist das für Training? Oldtimer. Das ist ein Honda Cup wahrscheinlich. Und dahinter der Rennstrecken, da sieht es jetzt noch gut aus. Bevor die ganzen besoffenen Franzosen kommen. Da bin ich auch schon gelegen, Edilet. Also mehr wie einmal. Ah, das sind so wie Suzuki, schau wie Käse.